Und damit heißen wir, und ich sage extra wir, euch einmal mehr herzlich willkommen zu einem der auch wieder besten Spiele aller Zeiten. Diesmal haben wir uns nicht so was ganz Trashiges rausgesucht. Wir haben es kurz angespielt und festgestellt, dass es gar nicht so scheiße ist, wie wir dachten. Aber ich rede und stelle meine wundervolle Co-Kommentatorin gar nicht vor. Denn ich bin mal wieder nicht alleine. Da letztes Mal alle, und ich grundsätzlich alle, so begeistert gewesen sind, habe ich mir die Ellie dazu geholt. Sag brav Hallo. Hallo. Ja, ich bin auch wieder mit von der Partie. Wir spielen heute Brink of Consciousness Dorian Gray Syndrom. Genau, die Sammler-Edition. Genau, wir spielen die Sammler-Edition. Es ist was anderes als Wimmelbilder, gibt es halt nicht. Findet euch halt damit ab. Wir haben schon ein Profil angelegt. Wir haben es halt kurz angespielt. Dann haben wir, weil wir Füchse sind, alles wieder neu gemacht und hoffen jetzt, dass das Spiel komplett neu startet. Das heißt, wir reden nicht lange. Wir haben jetzt schon fast 2 Minuten geredet und spielen einfach. Also Spaß. Vor allem wir. Genau, habt Spaß, Leute. Wir spielen den Normalmodus. Wir sind keine Profis, wir sind normallos. Eigentlich sind wir eher Noobs. Today's newsflash. Panic overwhelms the city as local residents and authorities are becoming more and more concerned about frequent disappearances of young people. The police refuse to give any specific details because of the ongoing investigation. The only clue to what is happening is the column of the independent journalist Sam Wilde from the journal Welshire Telegraph, which states that a maniac is targeting beautiful Hello. Young people. Hello, Sam. Congratulations. Everyone is talking about your article, even the local news. But Sam, as the editor-in-chief, I wish we had more stuff on that case. How soon can you get us the next article on this maniac? I never hoped that you'd call me just to congratulate, without any buts. Come on, Sam. Kill the sarcasm. I love to combine business and pleasure, okay? Just kidding, boss. Don't take it personally. I'll start working on the article tomorrow. But now, I've got a date. Sorry. Ah, is it that Anna you're always talking about? Yep. Well, gotta go. I'm late already. Bye. See you tomorrow, Sam. Ich frage mich noch immer, das habe ich mich vorhin schon gefragt, als wir es angespielt haben, warum der in einem völlig abgedunkelten Raum Fernsehen guckt. Machen wir doch auch, wenn wir Fernsehen gucken, weil das dann viel mehr Stimmung macht. Ja, aber der hat nur die Nachrichten geguckt. Ja, wer weiß. Das ist mega spannend. Aber es ist schön da schon, oder? Ja. Ich finde, es ist gar nicht so schlecht animiert. Nö. Ist in Ordnung. Gut. Ist gut. Anna's ring. Anna is so beautiful, isn't she? You're digging where you're not supposed to. If you want to see her alive, come to Goldvale Manor. Say nothing to anyone. If I see even one sign of the authorities, your beloved will be another work of art in my collection. Ich finde ja übrigens immer noch, dass er selber schuld ist. Also ich meine, der kommt zu spät zu einem Date mit ihr, weil er eine Sendung über sich im Fernsehen angucken musste. Ich sag's nur. Klar. Immer diese Journalisten. Ich sehe. Ah, das Haus ist schön. Ja, schon, ne? Welcome to my crib. So, und damit sind wir mitten im Spiel und es rollt. I knew you wouldn't use the front door, Sam, but I'm still glad to see you. Go ahead, check out my home, admire my creations, but don't get carried away with all this beauty, because Anna is waiting for you. Right, Anna? Sam? Nein, möchte ich nicht. Wir haben schon genug Wimmelbilder gespielt und wir sind jetzt selbstbewusst genug, um das abzulehnen. Oh ja, wir sind zwar Noobs, aber trotzdem Profis. Er hat von Beauty gesprochen, ne? Mhm, ja. Ja, das von innen ist das schon wirklich ganz schön beautiful. Das ist echt Beauty. Also, ja.
Wow. Wir nehmen erstmal diese tolle Bowlingkugel. Eine 3. Bowlingkugel? Das ist eine Billardkugel. Ach ja. Jen, das fängt schon super an mit uns zwei. Oh Gott. Die ist da halt so lang gekullert. Ja. Es ist eine große Billardkugel. Ja. Und 3 Löcher sind in der Bowlingkugel und eine 3 steht drauf. Genau. Das kann man schon verwechseln. Finde ich auch. Wir machen das zusammen, ja. Ja. Oh, ein Gitarrenstimmer. Wer hätte gedacht, dass wir den finden? Wow. Das ist ja, kommt ja überraschend für ja. uns. Wir haben, wie gesagt, schon 10 Minuten gespielt, deswegen ein bisschen was kennen wir schon. Viel haben wir nicht gespielt. In 10 Minuten schafft man auch nicht so viel, vor allem wenn man Jen und Eddie heißt. Naja. Oh, es ist sehr düster. Sehr düster, ja. In dieser Dunkelheit kann ich nichts erkennen. Ich muss irgendwie einen Lichtschalter finden. Wie wäre es mit rumtasten vielleicht? Rumgrabbeln? Wobei ich in dem Haus auch nicht freiwillig rumgrabbeln wollen würde. Ich bin auch nicht so der Mensch, der in Dunkelheit gerne einfach rumgreift. Ja. In diesem Schloss fehlt etwas, das wie eine Maske aussieht. Ist das etwa eine Aussparung? Wow, eine Aussparung. Das ist ein böse Wort. Ja. Ah, sehr schön. Ein Musikzimmer. Ja. Eigentlich sehr schön. Finde ich auch. Ja, natürlich. Alles ist abgedeckt. Oh. Ein Gitarrenstimmer wäre hilfreich. How convenient. How convenient, dass wir einen Gitarrenstimmer gefunden haben. Oh, juhu. Was? Wir nehmen das, ne? Ja. Da wir ja Profis sind. Andersrum. Ja, ne? Ja. Vorhin konnte ich da irgendwie nicht draufklicken. Das ist jetzt schon ein Mobbing-Spiel. Aha. Das ist, macht voll viel Spaß auch. Also ich könnte mir auch nichts Schöneres vorstellen, als hier sinnlos rumzuklicken. Du lernst hier gerade, wie man eine Gitarre stimmt. Das brauchst du für dein späteres Leben. Mhm. Weil ich spiele ja ständig Gitarre. Du spielst ständig Gitarre. Immer wenn ich bei Jen reinkomme in ihren Wohnbereich, dann stimmt sie gerade eine Gitarre. Ja. Ist eigentlich ist das ein heimliches Hobby von mir, Gitarrenstimmen. Nicht spielen, nein, nur stimmen. Nur stimmen. Ausschließlich stimmen. Ja. Ja. Oh, Mann, das macht voll viel Spaß. Ganz besonders, weil ich das ja auch zum ersten Mal mache. So, fertig. Nicely done, Sam. You have a great ear. Or maybe you found the guitar. Der Experte hat den wahrscheinlich selber dahingelegt, den Gitarrenstimmer. Oh, hast du etwa einen Gitarrenstimmer benutzt? Ich brauche einen Schlüssel. Warum überrascht mich das nicht? Das überrascht mich jetzt auch nicht. Der hat wohl auch schon ein paar Wimmelbildspiele gemacht. Oh, eine Taschenlampe. Mensch, das läuft ja wie geflutscht. Ja. Du läufst auch wie geflutscht. The darkness hides the flaws, Sam. I apologize. I invited you to my home, but didn't introduce myself. I am Oscar. Remember my name as I remembered yours. By the way, Anna helped me with that. A bit against her will, actually, but no matter. Es gibt einen Film, der heißt Fame. Kennst du den? Ist das nicht so ein Tanzfilm? Ja, das ist so ein Tanzfilm. Es gibt ein Lied, das heißt Remember My Name. Mhm. Jetzt habe ich einen furchtbaren Ohrwurm von diesem Lied, weil er genau das gesagt hat. Ich musste mich gerade voll zusammenreißen, nicht laut dieses Lied zu singen. Ich bin sehr froh, dass ich nicht so tanzfilmaffin bin, dass ich sehr gerne Tanzfilme gucke. Ich bin auch absolut kein Bollywood-Film-Fan. Das verstehe ich nicht. Die sind super. Es ist hochwertige Filmindustrie. Wir haben ein Wimmelbild. Wir haben unser erstes Wimmelbild gefunden. Oh mein Gott, stürzen wir uns rein. Wir sind hochmotiviert. Genau. Vor allem ich bin hochmotiviert. Du bist immer hochmotiviert. wir brauchen einen Kleiderbügel, einen Bleistift und einen Spiegel. Das ist der Spiegel. Ja. Der Jen, such doch mal 6 Garnspulen. Ach ja, richtig. Da. 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 Da oben. Das ist auch noch einer, ne? Mhm. Habe ich jetzt alle? Offensichtlich nicht. Das war ein Zahnrad. Ein Gürtel. Denn der krasse Unterschied zu unserem Vorgängerspiel ist, dass die Gegenstände hier wirklich so aussehen, wie sie da halt auch unten stehen. Das ist der Burner. Das macht es viel einfacher. Vor allen Dingen hast du auch nicht alles, das sich so wiederholt.
Bisher zumindest. Ja. Wir haben noch nicht so viel gesehen, aber ja, es sieht schon besser aus als Shutter Island. Es ist ja auch schon optisch ein bisschen schöner gemacht als Shutter Island. Ja. Eine Stickerei, ein Winterschal, ist das da? Aber ich gehe eine Wette ein, dass auch hier nicht Leonardo DiCaprio vorkommt. Pass auf, dafür gewinnt er keinen Oscar. Ja, das finde ich nicht, das finde ich nicht okay. Das war jetzt gemein. Hm? Ein Bleistift. Jetzt bin ich ernsthaft irritiert, denn das Wimmelbild haben wir noch mitgemacht, danach sind wir noch einen Gang weitergegangen und dann haben wir aufgehört, weil wir gedacht haben, okay, das ist relativ interessant, das wollen wir jetzt mal wieder zusammen aufnehmen. Ja. Das letzte Mal kann ich mich daran erinnern, dass wir die Kette mitnehmen mussten, aber jetzt haben wir stattdessen den Bleistift und das Spiel verarscht uns wahrscheinlich, weil es meint, ja, nochmal spielen und dann die gleichen Objekte finden, ist nicht. Ich weiß, dass die Wäscheklammer noch hier oben ist, aber beim Bleistift bin ich jetzt gerade überfragt. Ich unterstütze dich tatkräftig. Hier, sind das Ohrenstäbchen? Ich glaube, das sind diese Ohrenstäbchen. Okay, das sind Tischtennisschläger, das ist eine Krawatte, Hasenöhrchen, ist ja auch ganz formidabel. Die trage ich selber in meiner Freizeit auch sehr gerne. Hauptsächlich aber lieber Panda-Ohren. Du bist einfach komisch, Jen. Deswegen sind wir doch befreundet. Ich sehe hier keinen Bleistift. Irgendwo in den Fugen oder so? Der ist aber auch weiß. Das heißt, wir müssen nichts öffnen oder so. Der liegt hier einfach so rum. Ja, rum. Die Spieluhr ist sehr schön. Die gefällt mir. Ja. Huh. Ich sehe keinen Bleistift. Ich auch nicht. Das fängt ja schon wieder gut an. Das ist Wimperntusche? Mascara. Mascara. Die feine Dame. Die feine Dame? Jetzt sind wir schon zu zweit und finden es trotzdem nicht. Da oben. Oh, ganz oben links. Ganz oben. Nein, weiter. Da. Genau. Oh. Ein Zahnrad. Juhu. Okay, aber sonst gibt's hier nichts, ne? Okay. Generell zum Spiel. Also ich habe, wir haben beide Dorian Gray gelesen, ne? Großartiges Buch. Den Film auch geguckt, der eher eine sehr freie Interpretation des Buches gewesen ist. Ich werde nie vergessen, wie wir diesen Film geguckt haben und als allererstes schockiert festgestellt haben, dass Dorian Gray in diesem Film schwarze Haare hat. Und im Buch hat er blonde Haare. Ja, ich glaube auch. Was ich irgendwie immer wichtig fand, weil diese blonden Haare irgendwie, Dorian Gray war für mich immer so eine, am Anfang so eine absolute Unschuldsperson. Mm, total. Der war so naiv und so komplett unschuldig und das war so durch die blonden Haare irgendwie und dann im Film wirkt er von Anfang an schon so düster. Ja, wirklich. Also, das ist natürlich ein altes Buch, ne? Wenn ihr jetzt sagt, boah, das interessiert mich total, Dorian Gray, es klingt schon cool. Man muss vorher sagen, es ist ein altes Buch, geschrieben von Oscar Wilde. Aber es liest sich gut. Aber es liest sich wirklich gut. Vielleicht kommt es auch ganz drauf an, welche Übersetzung man liest. Mhm. Aber wir haben damals das Glück gehabt, eine gute zu erwischen, die sich auch flüssig und gut gelesen hat. Das war, glaube ich, so eine... Wir haben die gleiche, ne? Die gab es relativ günstig mal. Ich habe es tatsächlich aus der Bücherei ausgeliehen. Damals aus der Bücherei auch gelesen und mir dann aber gekauft, weil es mir so gut gefallen hat. Lohnt sich, kann ich nur empfehlen. Ich auch. So, und sehr viel weiter. Isn't he beautiful? Have you ever seen anything like him? Surely not. I am the only artist in the whole world who creates like this. Unfortunately, no one can appreciate my gift. I feel incredible emotion when I give immortality to these wonderful young people. Look closer, Sam. This young man will forever fly to his dream and will never burn his wings. Know this, Sam. Soaring straight into the sun is dangerous. Fatal. Ich wollte sagen, bis hierhin sind wir auch gekommen. Das heißt, wir haben ungefähr tatsächlich 10 Minuten gespielt. Was jetzt wiederum heißt, dass wir jetzt fast 15 Minuten rum haben. Was wiederum was bedeutet? Dass wir diese Folge für heute beenden werden. Das ist korrekt. Und deswegen bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.